Kulturjournal. Der Salzburger Festspielintendant Markus Hinterhäuser nimmt Stellung zur Causa Marina Davidova. Das Theater Nestroyhof Hammerkomm lädt rund um Weihnachten und Chanukka in Sams Bar. Das Publikum erwarten kleine Konzerte und Theaterstücke in gemütlicher Baratmosphäre. Beim alljährlichen Claudio Abbado-Konzert heute Abend bei Wien Modern gibt die deutsche Dirigentin Susanne Blumenthal ihr Debüt mit dem RSO und drei neuen Orchesterwerken. Und im Wiener Volkstheater startet das Desert Shore Festival mit dem schottischen Musikerduo Arab Strap. Das sind unsere Themen. Katharina Menhofer begleitet Sie durch die Sendung. Heute im Ö1 Mittagsjournal hat der Salzburger Festspielintendant Markus Hinterhäuser erstmals Stellung genommen zur sofortigen Entlassung der Schauspielchefin Marina Davidova. Weil sie ihre Tätigkeit beim Berliner Voices Performing Arts Festival nicht gemeldet hat, wurde Davidova gestern mit sofortiger Wirkung entlassen. Wir können das nicht einfach übergehen, das geht nicht. Abgesehen davon, dass eine nicht gemeldete Nebenbeschäftigung, egal welchen Umfang sie hat, und Betonung liegt auf nicht gemeldet, ein wirklich eklatanter Vertrauensbruch ist. Nicht nur ein Vertragsbruch ist, sondern ein Vertrauensbruch ist. Das können wir nicht tolerieren. Es gibt alle möglichen Theorien jetzt, warum Davidova die Festspiele verlassen muss. Die stimmen alle nicht. Künstlerische Auseinandersetzungen, die es immer gegeben habe und die auch fruchtbar für die Festspiele seien, so Hinterhäuser, seien kein Grund für ihre Entlassung gewesen. Hinterhäuser hat Davidova, die nachdem sie eine Petition gegen Putin unterzeichnet hatte und 2022 nach Deutschland geflohen war, im Vorjahr nach Salzburg geholt. Der erste Grund war, dass ich sehr, sagen wir, fachlich sehr viel von ihr halte. Und der zweite Grund war wirklich eine Empathie für ihre Situation. Davidova hat sich allerdings in der Vergangenheit wiederholt kritisch zu ihrer Tätigkeit in Salzburg geäußert, etwa dass es bei den Festspielen vorrangig um Publikumswirksamkeit gehe, dass klassisches Schauspieltheater in deutscher Sprache vorherrsche und ihr Programm immer auch ein Kompromiss sei, weil man hier Karten verkaufen müsse. Marina Davidova ist alles erklärt worden, wie die Festspiele funktionieren, was für Parameter hier herrschen. Ich habe mit Marina Davidova vereinbart, dass wir das Theater internationalisieren, dass wir auch bestehende Produktionen hier zeigen können. Allerdings gibt es da auch Regeln und Spielregeln, von denen sie wusste und die sie akzeptiert hat. Das ist nicht so, dass wir da irgendwie Einschränkungen gegeben haben der Marina, was sie hier zu tun hat, wie sie es zu tun hat. Die Absetzung des Jedermann in der Regie von Michael Sturminger, Davidovas erste Amtshandlung, für die sie im Vorjahr kritisiert wurde, und der neue, sehr erfolgreiche Jedermann, sei eigentlich ein Geschenk an sie gewesen, so Hinterhäuser. Bei dem Jedermann hat sich Marina Davidova, außer in der Absetzung des Jedermanns, die sie sehr befürwortet hat, hat sie sich in keiner Weise beteiligt. Also das war praktisch ein Geschenk, das wir ihr gemacht haben. Der Jedermann ist ausschließlich mit meiner Hilfe entstanden und mit Moritz Hautaler, ein direkter Mitarbeiter von Marina Davidova. Also wir konnten ihr gar nicht mehr helfen, als wir geholfen haben. Und das hat nichts mit Einschränkung zu tun oder einem vermeintlich bei uns nicht vorhandenen, was immer das heißt, progressiven Theaterbegriff. Also das ist wirklich, das muss ich ganz, ganz bald von mir weisen. Marina Davidova, die derzeit in Berlin weilt, will vorerst noch nicht Stellung nehmen, sondern sich erst mit ihrem Anwalt beraten. Das Schauspielprogramm 2025 soll wie von ihr geplant stattfinden und wird am Dienstag bei der offiziellen Programmpressekonferenz der Salzburger Festspiele bekannt gegeben. Wer ihr nachfolgt, ist eine Entscheidung, die Markus Hinterhäuser alleine trifft und für die er sich Zeit nehmen möchte. Das Theater im Nestroyhof im 2. Wiener Bezirk hat eine über 100-jährige Geschichte vorzuweisen. Als eine von der jüdischen Kultur geprägte Bühne, wie auch als einstiges Vergnügungsetablissement. Letztere Tradition greift das heutige Theater Nestroyhof Hammerkomm alljährlich auf. Vor Weihnachten und rund um das Chanukka-Fest richtet es in seinem historischen Theatersaal Sams Bar ein. An mehreren Abenden im Dezember sind hier Konzerte und kleine Theaterinszenierungen in lockerer Baratmosphäre zu erleben. Den Start macht heute Abend ein Auftritt der israelischen Jazzsängerin Efrat Aloni. Mehr von Sebastian Fleischer. A white yellow field, the purple red shimmer of dawn.
Ihre Stimme ist so satt gefärbt wie jene von Billie Holiday. Zugleich lotet sie immer wieder lustvoll die Genregrenzen aus. Die israelische, hauptsächlich in Deutschland lebende Jazzsängerin Efrat Aloni ist mehrfach preisgekrönt, etwa auch für ihr neuestes Album mit Neuinterpretationen von Georg Friedrich Händel. Zur Eröffnung von Sam's Bar betritt sie heute Abend in einer neuen Formation die Bühne mit Raphael Preuschl an Bass und Elektronik sowie Andras Desch am Schlagwerk. Genrevielfalt zeigt auch das übrige Konzertprogramm von Sam's Bar. Am Sonntag kommen die beiden langjährigen Musikerfreunde Paul Gulder und Marwan Abado ins Nestreuhof Hammerkomm. Der Pianist, in diesem Fall am Cembalo zu erleben, und der Oud-Spieler improvisieren dann in abendländischen und arabischen Klangwelten. Ein paar Tage später betritt die Theaterleiterin selbst die Bühne. Ingrid Lang, Regisseurin und Sängerin, wird mit ihrer Wiener Trip-Hop-Formation Washdog erweitert um den Cellisten Lukas Lauermann für Entschleunigung sorgen. Kommen Sie, bleiben Sie. Als Einladung formuliert ist auch der Titel der Theaterinszenierung, die an konzertfreien Tagen Sam's Bar zur Bühne macht. In drei Soli, inszeniert von Gesa Behring, setzt es sich mit dem politischen Kampfbegriff der Freiheit auseinander. Speziell mit der neuen Idee der Bleibefreiheit, die die Philosophin Eva von Redeker erst im Vorjahr entwickelt habe, so Behring. Das Bleiben dürfen an einem Ort, das Zurückkommen können und bleiben können an einem Ort, das Erhalten eines Ortes, das Erhalten von Lebensgrundlagen, dass Menschen und Tiere dort bleiben können. Vollgesogen an Bedeutung sitze ich jetzt hier in dieser Bar und mich überkommt frappierende Belanglosigkeit. Das Publikum kann sich darauf freuen, dass vor ihnen, hinter ihnen, um sie herum und mitten zwischen ihnen Theater gespielt wird und dass sie durchaus auch eingeladen werden, teilzuhaben an der Freiheit des Ensembles und vielleicht auch ein bisschen von ihrer Freiheit zu teilen. Sagt Gesa Behring. Die Möglichkeit dazu besteht zwischen 3. und 20. Dezember. Am 21. wird der Musiker, Comedian, Produzent und DJ Alyosha Bits, ein echter Leopoldstädter mit Moskauer Wurzeln, den Konzertreigen abschließen. Weihnachten und Chanukka treffen heuer übrigens direkt zusammen. Sam's Bar, das Festival im Nestreuhof Hammerkomm, findet bis zum 22. Dezember statt. Nach einem Monat und 50 Uraufführungen geht morgen das Festival Wien Modern zu Ende. Mit dem heutigen Konzert im Musikverein Wien gibt die deutsche Dirigentin Susanne Blumenthal ihr Debüt mit dem ORF-Radiosymphonieorchester Wien. Indirekt steht wieder Jahresjubilar Arnold Schönberg im Zentrum, wenn auch nur im Sinne einer Patronanz über einen sogenannten Call for Scores. Ein Wettbewerb für Komponistinnen und Komponisten, die gebeten wurden, ihre kurzen Partituren für Orchesterwerke einzureichen, die auf irgendeine Weise Bezug nehmen auf das Werk Arnold Schönbergs. Drei davon wurden von der Jury ausgewählt und werden heute Abend beim traditionellen Claudio Abado-Konzert im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins erklingen. Dirigentin Susanne Blumenthal war auch in der Jury. Wir haben da wirklich sehr, sehr unterschiedliche Einreichungen gehabt und sehr viele spannende. Also die Wahl ist auch nicht leicht gefallen. Die Jury hat sich schließlich auf drei Werke geeinigt. Zwei Uraufführungen von Shiki Ngưng und Marius Janu Elia und ein Stück, das sich auf den Liederzyklus Buch der hängenden Gärten von Arnold Schönberg bezieht. Das hat Tanja Elisa Glinsner, selbst auch Sängerin und Dirigentin, komponiert. Ein Baum entwurzelt, der ins Leere fällt, handelt von den babylonischen Gärten, sexueller Erweckung und Verfall. Sie fand vor allen Dingen den Aspekt interessant der Heimatlosigkeit und des Identitätsverlusts. Und darauf hat sie sich kompositorisch bezogen, indem sie zwei Gedichte ausgewählt hat. Einmal von Bertolt Brecht, der brennende Baum, und einmal von Maria Luise Weißmann, Ebene Landschaft. Es wird das Feuer immer wieder sehr lautmalerisch auch dargestellt.
mit Sirenengeräuschen, mit dem Knacken des Holzes im Schlagwerk, mit Luftgeräuschen in den Bläsern. Zeitgenössische Werke erfordern oft besonderen Einsatz der Mitwirkenden, auch was die Spieltechniken am Instrument betrifft. Susanne Blumenthal. Das, was mich daran so interessiert, ist das Entdeckertum, diese riesengroße Spielwiese an Möglichkeiten, die man hat, dieses Kooperative. Man arbeitet ganz eng zusammen mit den Komponistinnen und Komponisten und schaut, was sind das für Klänge, die da entstehen können, wie setzen wir das um. Die 1975 in Bonn geborene Dirigentin und Pianistin Susanne Blumenthal ist über Umwege zur Expertin für Musik unserer Zeit geworden. Sie hat Architektur, Deutsch, Schulmusik und Chorleitung studiert, alte Musik aufgeführt und unterrichtet. Und dann hat sie ein Stipendium für die Akademie des renommierten Frankfurter Ensemble Modern bekommen. Das war wirklich ein Gamechanger in vielerlei Hinsicht. Ich habe da ein Jahr lang sehr intensiv zeitgenössische Musik kennenlernen dürfen mit fantastischen Musikerinnen und Musikern. Und danach war eigentlich für mich klar, doch, das ist der Schwerpunkt, den ich setzen möchte. Susanne Blumenthal gründete 2009 ihr eigenes Ensemble, die Manufaktur für aktuelle Musik, mit der sie sich bis heute mit großer Leidenschaft der Erarbeitung neuer Werke widmet. Seit 3 Jahren ist sie nun Professorin für Interpretation und Ensemblepraxis Neue Musik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Ich habe da eben auch das große Privileg und den totalen Luxus, mit jungen Menschen, die diese Leidenschaft eben auch haben, zusammenzuarbeiten und die zu begleiten auf dem Weg. Und jetzt schätze ich mich sehr glücklich, eben diesen Schwerpunkt auch leben zu dürfen. In den vergangenen Tagen hat die Dirigentin mit den Mitgliedern des RSO Wien intensiv gearbeitet. Aima, also Blut, heißt das neue Stück des zypriotischen Komponisten Marios Yannou Elia mit einer starken Botschaft. Dieses Werk soll ein Spiegel menschlichen Leidens infolge von Gewalt und Repression darstellen. Es ist wirklich auch in der Umsetzung ein anstrengendes Werk, also es kostet Kraft, aber es vermittelt sich auch sehr unmittelbar. Und gleichzeitig wird aber auch eine Perspektive aufgezeigt. Also er bezieht sich auf ein Gedicht des zypriotischen Dichters Vassilis Michaelides. Da gibt es eine Textzeile sinngemäß: Auch wenn ihr hunderte Pappeln zerstört, es werden tausende Sprösslinge nachwachsen. Musik mit Haltung könnte über dem heutigen Konzert als Motto stehen. Denn auch das Klavierkonzert von John Cage aus den 1950er Jahren ist mit seiner maximalen Interpretationsfreiheit, die es mit grafischer Partitur und der Dirigentin als Uhr und ihren Armen als Zeigern erreicht, ein Plädoyer für eine gleichwertige Gesellschaft. Marie-Therese Rudolph hat berichtet. Neben den 3 neuen Kompositionen erklingt heute Abend auch das Klavierkonzert von John Cage mit Nicholas Hodges als Pianist. Ö1 überträgt das Wien Modern Konzert ab 19.30 Uhr live aus dem großen Saal des Musikvereins. Und noch ein Festival am Ende unserer Sendung. Zum 3. und letzten Mal findet dieses Wochenende im Wiener Volkstheater die Konzertreihe Desert Shore statt. Das Festival für abenteuerliche Musik und Gedanken, wie es im Untertitel heißt. Eröffnet wird es heute Abend von 2 Schotten, die perfekt in den musikalischen Kosmos dieses Festivals passen. Malcolm Middleton und Aidan Moffat, alias Arabstrap. Mehr von David Baldinger. I woke up this morning and opened you up with a squeeze and a tender caress. Da schreibt Aidan Moffat ein ganzes Album über die zersetzende Kraft des Internets und dann fragt die eigene Plattenfirma, ob man das gute Stück nicht doch etwas engagierter auf Social Media bewerben wolle. The irony is, I wrote almost an entire album of songs about a dangerous relationship with social media and then a record label asked me to be more visible online. So I'm kind of struggling with that a wee bit. Damit kämpfe er, meint Moffat, aber nur a wee bit, ein kleines bisschen. Kollege Malcolm Middleton dagegen mag Instagram, es helfe gegen die Einsamkeit. I like stuff like Instagram, I think it's nice, like just putting stupid pictures is a good way of connecting with people and not feeling so alone. I come to you for confirmation, testimony, adulation, education, excitation, palpitation and flirtation, but you give me aggravation, insult and disgust.
disinformation, hatred, bias and predation, suicidal ideation. You take all my time. Arab Strap fühlen sich wohl in Zwischenwelten. Hip oder gar glamourös waren diese bärtigen Männer nie. Ihr Glanz beruht auf rasierklingenscharfen Texten über Lust und Leidenschaft. Auf der Bühne regieren Punch und Aggressivität mit einem Aidan Moffat, der bevorzugt im schwarzen Kurzarmhemd oder knielangen schwarzen Shorts auftritt. I'm totally fine with it, I don't give a fuck anymore, heißt das aktuelle Album, mit dem die Band ins Volkstheater kommt. Ein wummerndes Statement der Resignation mit zwischendurch überraschend poppigen Untertönen. Das Eröffnungsstück All at Onceness verweist auf die Sturzflut an Informationen, die schon Medientheoretiker Marshall McLuhan so bezeichnete. We've got your attention. The fat and the furious, and your atrophied legs can't run. Arab Strap gab es ursprünglich von 1995 bis 2006. Es folgten 10 Jahre Pause, keine Zwangs- oder Schaffungspause, aber Zeit getrennt voneinander. Heute sind viele der Klassenkollegen von Mitte der 90er Jahre wieder da, Oasis etwa, Super Furry Animals, Elastica oder auch Supergrass. There's no shame in getting back together and doing something you enjoy and earning a living from doing it as well. It's like if you're a plumber or electrician, no one's going to say, oh, you can't go back to plumbing. Eine Wiedervereinigung sei an sich nichts Verwerfliches, sagt Malcolm Middleton über die aktuelle Reunion-Welle. Niemand würde einem Installateur oder einem Elektriker raten, doch lieber nicht in den angestammten Beruf zurückzukehren. Ob es aber bei Oasis um neue Musik oder nur ums Geld gehe, könne er nicht sagen, so Middleton. I don't know what the reasons for other these guys doing are. Hopefully it's just to make more music that they want to make. Although with Oasis, I'm not sure that's what it's about. Nico, deren Album Desert Shore dem Festival seinen Namen gibt, kennen die beiden weniger gut, als man annehmen könnte. Middleton liebt vor allem einen Song, These Days, vom Album Chelsea Girls. Ursprünglich vom erst 16-jährigen Jackson Browne geschrieben und Teil des Soundtracks des Films The Royal Tenenbaums. Since 2022, every time I go on tour, I put that record on in the morning when I'm getting up in the morning, and it's almost like just a comfort Groundhog Day repetition. Seit 2 Jahren höre er auf Tour jeden Morgen immer nur diesen einen Song. Eine täglich grüßtes Murmeltier-Routine, beruhigend in ihrer Stetigkeit. I stop my rambling. I don't do too much gambling these days. We're not like a hype band that people are going, oh, let's go and check them out. I've never heard them before. But people are coming to see us who know what to expect, so they don't get overexcited. Arab Strap wären keine angesagte Band der Stunde, sagt Middleton beinahe erleichtert. Ihr Publikum werde also nicht allzu viel erwarten. Sun is shining, I don't care. Shoulders, legs out everywhere. Sky so empty. Sky so blue, snap. That's how I feel too. Ins Volkstheater komme die Band in Vollbesetzung, so Sänger Aidan Moffat, der darauf hofft, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer den Theatermodus hinter sich lassen und ihre Tanzbeine schwingen werden. Zumindest a wee bit. For this gig, we were bringing the full band. I hope people stand up, you know, when they're there, and maybe have a wee dance. And I drink on my own, if you need me. Das Desert Shore Festival im Wiener Volkstheater dauert bis zum Sonntag. Ein Hinweis auf unsere Sendung Intermezzo, da ist die Schauspielerin Caroline Peters zu Gast, die seit rund 30 Jahren auf den wichtigen Bühnen im deutschsprachigen Raum spielt. Ab Februar ist Peters, die eben ihren Debütroman Ein anderes Leben veröffentlicht hat, wieder in Wien zu sehen. Im Akademietheater spielt sie in Marius von Meyenburgs Stück Egal und im Mai dann in Elfriede Jelineks Burgtheater. Der Rückkehr nach Wien sieht sie mit Vorfreude entgegen. Ich habe ein wahnsinniges Gefühl von Aufbruch gerade und dass so richtig nochmal was ganz, ganz Neues anfängt, weil in der ganzen Stadt
Die Wiener Festwochen sind neu besetzt, das Burgtheater ist neu besetzt, Josefstadt wird neu besetzt, die Museen sind alle neu besetzt oder werden gerade neu besetzt. Also es ist so ein großer kultureller Institutionengenerationswechsel im Gange und mir gefällt das total gut. Caroline Peters ist übermorgen am Sonntag in der Ö1-Sendung Intermezzo Gast von Jakob Fessler. Das war ein Kulturjournal. Technik Sascha Schenold, Regie Arnold Schnötzinger, Moderation Katharina Menhofer.